0:1 im Test gegen Brasilien. Bei der deutschen Nationalmannschaft schritten nach der Partie in Berlin schon ein wenig Alarmglocken. Kritisch zur Leistung äußerten sich auch Kevin Trapp: Brasilien hat uns gut zugestellt und gut gepresst, das Gegentor hat dazu gepasst, und Ilkay Gündoğan: Wir müssen selbstkritisch sein und klar und deutlich ansprechen, was es zu verbessern gilt, weil da gibt es einiges. Richtig Tacheles sprach aber vor allem Toni Kroos. Positiv war, dass wir hinten raus ein bisschen besser gespielt haben und ab und zu mal in Räume gekommen sind, in wir kommen wollten, startete der dreimalige Champions-League-Sieger noch einigermaßen versöhnlich ins TV-Interview mit dem ZDF, legte dann aber los: Mannschaftlich überwiegt klar das Negative. Da haben wir mal gesehen, dass wir doch nicht so gut sind, wie uns immer eingeredet wird oder wie vielleicht auch einige von uns denken. Das war deutlich zu wenig von vielen. Kroos kritisiert Mitspieler offen auf Frage, was sich verbessern müsse, antwortete er wie schon Jerome Boateng nach dem 1:1 gegen Spanien: Schlicht alles. Als Schwachpunkt hatte der 28-Jährige vor allem das Spiel mit dem Ball, eigentlich eine große Stärke der deutschen Nationalmannschaft, ausgemacht. Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Toni Kroos: Getty Images. Kroos kritisierte damit sogar offen eigenen Mitspieler: Besonders Abläufe mit Ball haben mir gar nicht gefallen. Wir haben uns viel zu einfach abkochen lassen, und das obwohl wir einige Spieler auf dem Platz hatten, Möglichkeit hatten, sich auf dem Niveau zu zeigen. Das haben sie nicht getan. Toni Kroos: Deutschland, Getty Images. Kroos sieht eine Menge Luft nach oben. Die Message des Leaders im deutschen Mittelfeld ist klar: Spieler, sich mit dem Länderspiel gegen Brasilien für ein WM-Ticket empfehlen mussten, waren aus seiner Sicht an SEM-Abend durchgefallen. Am Ende schloss Kroos zumindest halbwegs versöhnlich: Es ist schon noch eine Menge Luft nach oben, und das ist vielleicht auch mal gut zu sehen, dass da noch ein gutes Stück fehlt. Bis zur WM sind es schließlich ja noch knapp 3 Monate. Video: Sommer, Löw der mit Abstand beste Trainer fürs DFB-Team.